So, Ladies and Gentlemen, wir sprechen jetzt darüber, wie es sich lebt als YouTube-Star bzw. als Influencer. Und wo liegt eigentlich der Unterschied zu einem E-Sport-Gamer? Meine Damen und Herren, begrüßen Sie jetzt einen Superstar unter den Influencern mit 3,1 Millionen Abonnenten, Concrafter! Hallo. Hi, servus, hallo. Und mit knapp 500.000 Abonnenten, Pucki! Jawohl, was geht ab, Leute? Was geht? LOL! Yeah! Die Frage ist natürlich, ihr habt jetzt eure Kameras mitgenommen. Ja. Wie begrüßt ihr jetzt eure Fans, Freunde, Bekannte, Verwandte? Da gibt es einen eigenen Style, habt ihr da, oder? Puh. Ich sage eigentlich immer zu Beginn, hallo, mein Name ist Luca. Ja. Das hat sich irgendwie so mit der Zeit etabliert, dass auch wenn neue Zuschauer halt kommen, direkt sehen, okay, ich bin Luca. Und ja, manchmal vergesse ich es. Ich weiß nicht, wie machst du es? Okay. Bei mir ist einfach, yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video. Das sagt aber jeder, oder? Jo Leute, was geht? Hey, was geht ab? Voll krass, ey. Also, dass jetzt einer sitzt und grüß Gott sagt, das glaube ich weniger. Eher weniger. Das wäre jetzt auch nicht wirklich die Sprache. Ihr müsst ja die Sprache verwenden, die eure Fans auch verstehen. Ne? Und die ist halt sehr einfach. Ja. Kann man das sagen. Naja, gut. Wie lebt es sich als YouTube-Star, ist die Frage. Erzähl mal, du bist jetzt 22 und musst noch arbeiten, oder? Also bei mir ist es so, ich habe angefangen vor 6 Jahren. Ja. Da war ich in der 10. oder 11. Klasse auf dem Gymnasium. Mhm. Und habe da erstmal so die Pläne im Auge gehabt, so wie es die Eltern immer sagen, ja, mach erstmal Studium, mach erstmal Ausbildung und dann wirst du irgendwann, keine Ahnung, Arzt oder irgendwie sowas. Und bei mir war es dann halt so, dass ich dann mit YouTube angefangen habe und dadurch, sage ich mal, sich mein Leben so ein bisschen in andere Schienen gelenkt hat. Aber die Frage war jetzt eine finanzielle Frage. Ach, die finanzielle Frage. Musst du noch was arbeiten oder bist erledigt jetzt mit 22? Theoretisch jetzt. Ja oder nein? Ganz einfach. Also wenn ich jetzt mein Leben lang nichts mehr machen würde, dann würde ich nicht lang überleben. Nicht lang? Nee. Weil du hast einen sehr teuren Lebensstil. Was habe ich? Einen sehr teuren Lebensstil. Ich habe einen sehr teuren Lebensstil, meinst du? Nein, wenn, ja oder nicht? Ich denke, ich führe ein ganz normales Leben. Ganz normales Leben? Würde ich sagen. Okay, mit 3,1 Millionen Fans, ist ganz normal. Ja, also, keine Ahnung. Ich weiß jetzt nicht, was ich darauf antworten soll. Okay. Ja, bei mir, wie soll ich sagen, also ich gehe auch nicht mehr zur Schule. Ich habe auch vor 5 Jahren begonnen und also aktuell, sage ich mal so, man kann schon gut davon leben, aber wenn es jetzt nicht weiter so läuft, dann irgendwann müsste man schon mal überlegen, irgendwas anderes zu machen. Aber ich bin da ganz positiv und glaube auch, dass es weiterhin so läuft. Hast du die Schule abgebrochen, oder wie? Sozusagen, kann man sagen. Ich habe nach langer Überlegung mit meinen Eltern auch, weil die das natürlich auch nicht wollten. Wer klatscht da? Ist das deine Mutter? Nein, die ist nicht hier. Haben wir ziemlich lange überlegt. Die waren natürlich zuerst nicht dafür, aber da sich das halt einfach so ergeben hat und ich die Initiative einfach ergreifen wollte und das machen wollte, was mir Spaß macht, mehr Spaß macht und finanziell natürlich auch besser dasteht als die Schule. Deswegen habe ich das halt einfach vorzeitig passiert. Ich habe jetzt auch eine Vereinbarung mit meinem Direktor. Theoretisch könnte ich jetzt wieder einsteigen, falls ich will. Mit 25? Könnte ich auch, ja. Ist dann natürlich ein bisschen komisch mit den kleineren Kindern, aber ja, wäre möglich. Ja. So, was für Videos macht ihr? Könnt ihr das kurz beschreiben? Concrafter, was machst du für Videos? Vielleicht diejenigen. Sind Concrafter-Fans hier? Hallo. Okay. Du, anderes Publikum, du siehst. Pucki-Fans? Ja. Ja, schon ein bisschen weniger Abonnenten. Ja, was für Videos sind das? Erzähl mal. Angefangen habe ich eigentlich mit ganz anderen Videos wie die, die ich jetzt mache. Also bei mir war es früher so, dass ich riesiger Fan war von Minecraft. Das ist quasi Lego als Computerspiel. Du baust Sachen und das haben sehr, sehr viele gemacht. Deswegen war es bei jedem unterschiedlich, weil Lego baut ja auch jeder seinen eigenen Krams. Was ich aber derzeit mache, war, da war ich nie gut drin. Und mir hat es aber einfach Spaß gemacht, den Leuten zu zeigen, okay, ich bin da nicht gut drin, aber ich schneide es irgendwie lustig und dann rege ich mich halt auf oder irgendwie sowas. Aber derzeit mache ich manchmal Vlogs mit der Kamera, wenn ich irgendwo unterwegs bin. Oder Furz-Videos, habe ich auch gesehen. Furz-Videos? Ja. Furz-Apps abspielen. Furz-Apps abspielen? Ja. Also ich weiß nicht, was du dir angeguckt hast. Nein, aber das ist ja normal. Ich meine, das ist ja nichts, finde ich, nichts Schlimmes, meiner Meinung nach, weil solange du die Menschen unterhältst, ist es ja lustig, ist ja wurscht, ob was es ist. Solange die Menschen lachen, ist es gut.
Ja. Genau. Deswegen braucht man sich auch nicht genieren, wenn man mal eine Furz-App abspielt im Video. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Nein, natürlich. Buki, was machst du? Also ich habe auch vor 5 Jahren ungefähr begonnen mit Clash of Clans. Das war damals so ein beliebtes Mobile-Game eben am iPad. Damit habe ich begonnen. Und bin jetzt aber auch schon von Clash Royale zu Pokémon Go und jetzt teilweise auch auf andere PC-Spiele wie Fortnite übergestiegen und mache auch teilweise so ein paar Vlogs in der Art, also Lifestyle-Videos, wo ich dann mal zufällig Essen bestelle oder sowas. Okay. Also Gaming, interessiert euch das grundsätzlich? Beobachtet ihr die Szene, die E-Sports-Szene? Ein bisschen, ja. Ich war tatsächlich schon ein paar Mal mit ein paar Freunden im Kino und habe mir dort einen Livestream von der ESL angeschaut, von CSGO zum Beispiel. Verfolge ich jetzt nicht ultra aktiv, aber ich finde halt einfach für mich zum Beispiel, ich muss kein E-Sportler sein, ich habe Spaß daran, ich will die Leute unterhalten und das ist so das Ding bei mir. Was hältst du von den Leuten, die 18 Stunden bitte, wirklich 18 Stunden am Tag nur am Computer verbringen und E-Sport 18 spielen? Stunden? Ja, ja. Ja, das ist irre. Also ich meine, da sieht man halt direkt, dass es wirklich viel mehr ist als einfach nur Leute, die da ab und zu mal ein Spiel spielen oder so, sondern die sich wirklich komplett darauf fokussieren und danach quasi ihren Alltag richten. Also irre. Also richtige Athleten, kann man sagen, ne? Athleten am Computer. Und die Preisgelder sind ja auch unfassbar, habt ihr schon gehört, wie viel man da gewinnen kann ungefähr? Ja, teilweise Millionen, also das ist schon ziemlich krass, kann man auch gut vergleichen jetzt mit Fußballgagen oder so, wenn du da wirklich professioneller und guter Spieler bist. Aber natürlich brauchst du genauso viel Übung und musst trainieren, wie man jetzt mit den 18 Stunden noch gehört hat, sitzt man da wirklich den ganzen Tag und übt, um besser zu werden. Genau, so ist es. Bei dir? E-Sports? Ist, ob was ich selber trainiere, oder? Ja, trainierst du nicht, oder? E-Sports, ob das für mich ein Thema ist, ich glaube eher nicht. Also ich glaube, ich könnte einfach nicht 18 Stunden am Tag zocken und wenn ich sehe, jemand anderes ist so viel besser, dann würde ich ja weiter üben, damit ich das Level erreiche. Das könnte ich nicht, das wäre zu großer Druck. Warum sprechen wir über E-Gaming? Wir haben heute, und das ist wirklich unglaublich, das Finale A1 E-Sports League Austria Finals. Ja? Und da sind wirklich die besten Jungs von Österreich mit dabei. Ja, die spielen gegeneinander um einen Preisgeld, glaube ich, von 10.000 Euro und die machen das mittlerweile richtig professionell, also eine anerkannte professionelle Sportart. Und ich hoffe, Sie, meine Damen und Herren, ich würde noch stundenlang gerne Ihnen die Videos erzählen, alles mögliche, aber wir haben leider Gottes wieder keine Zeit mehr. Auf jeden Fall heute um 20.30 Uhr findet hier das große Finale statt. Ja, und ich hoffe, meine Damen und Herren, Sie sind alle mit dabei und wir verabschieden uns mit LOL!